Da bin ich wieder und natürlich mit dem nächsten Märchen. Es ist das Märchen vom Rapunzel. Rapunzel. Schon wieder so ein merkwürdiger, aber schöner Name. Das Märchen vom Rapunzel, das geht so. Es war einmal eine Frau und ein Mann, ja, die lebten friedlich so vor sich hin und vor allem sie freuten sich, weil die Frau sollte bald ein Kind bekommen. Das ist immer eine spannende Geschichte. Ja, und die Frau, die war auch ganz glücklich und zufrieden, aber eines Tages kam ihr Mann nach Hause. Und puh, da sah sie gar nicht so glücklich und zufrieden aus, sondern ganz elend. Frau, sagte er, Frau, was ist mit dir? Bist du krank? Nein, meinte sie, nein, 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 ich bin nicht krank, aber ich sehe da immer durchs Fenster nach hinten raus, in dem Garten gleich nebenan, da wachsen wunderbare Rapunzeln. Rapunzeln. Was sind Rapunzel um Himmels Willen? Rapunzel ist ein alter Name für unseren guten alten Feldsalat. Den hat man früher Rapunzeln genannt. Klingt auch viel schöner als Feldsalat, Rapunzeln. Also da wuchsen Rapunzeln. Wenn ich die nicht bekomme, ich möchte die unbedingt gerne essen und wenn ich nicht bald mal Rapunzeln bekomme, dann muss ich vielleicht sogar sterben, jammerte die Frau. Wenn Frauen Kinder bekommen, dann haben sie oft so merkwürdige Gelüste, dann haben sie plötzlich Lust auf die komischsten Sachen. Sauren Hering, mit Schlagsahne natürlich, oder sonst was. Oder Erdbeeren mitten im Winter, heutzutage ja kaum noch ein Problem. Der Mann sagte, ja, Menschenskinders, nee, aber die Rapunzeln, die gehören uns doch gar nicht. Die sagt so, ach, bitte, 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 besorg mir die Rapunzeln. Auf dem Markt gibt es gerade keine. Naja, der Mann liebte seine Frau halt sehr und klar, der ging los, spätabends, damit ihn keiner sah in der Dämmerung, schlich sich in den Garten. Durch den Gartenzaun, da stieg er drüber und pflückte Rapunzeln ab. Natürlich, was denn sonst? Die brachte er seiner Frau und seine Frau, ach, du bist doch der beste Mann der Welt. Danke, danke, danke. Sie machte sich einen schönen Salat daraus und aß ihn. Oh, das schmeckte ihr, das schmeckte ihr. Da ging es ihr gleich wieder besser. Am nächsten Tag aber. Da hatte sie natürlich wieder Lust auf Rapunzeln. Lieber, 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 lieber Mann. Bitte, 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 hol mir mehr Rapunzeln. Naja, er machte es so und dann so ging das weiter. Und am dritten Tag oder was am vierten, ich weiß es nicht mehr genau, war er wieder in den Garten gestiegen über den Zaun. Und war dabei, Rapunzeln zu ernten, die ihm ja nicht gehörten, da sprach ihn plötzlich eine alte Frau an. Hey, Sie da, stehen geblieben, was machen Sie da? Entschuldigung, ich hole mir nur so ein paar Rapunzeln, meinte er. Das geht aber nicht. Also Rapunzeln, die sind ganz, ganz wertvoll und das ist mein Eigentum, die gehören nur mir. Ich bringe Sie jetzt zur Polizei oder ich hole die Polizei hierher und dann wandern Sie ins Gefängnis als Rapunzeldieb. Rapunzeldiebe werden ganz besonders streng bestraft, zeterte die Alte. Och, bitte, bitte, bitte. Ich bekomme ein, oder meine Frau vielmehr, bekommt ein Kind, wir bekommen ein Kind und ohne Vater, was macht denn die arme Frau dann, wenn ich im Gefängnis bin? Die Alte überlegte hin und her und sagte,
Na gut, ich mach dir einen Vorschlag. Du kannst so viele Rapunzeln jeden Tag mitnehmen, wie du willst, solange deine Frau schwanger ist. Aber ihr gebt mir dafür nach der Geburt das Kind. Hä? Spinnt die Alte? Aber andererseits, meine Frau, die hat gesagt, sie stirbt, wenn sie nicht immer zu Rapunzeln bekommt, solange sie schwanger ist. Puh, schwer was zu sagen. Sie sagt, ach, es wird schon gut gehen. Er versprach der Alten, sie bekommt das Kind und er bekommt dafür jeden Tag Rapunzeln. Merkwürdiger Tausch. Aber nun ja, so ist das im Märchen manchmal. Ja, sie bekam Rapunzeln, die Frau, der ging es richtig gut während der Schwangerschaft. Und eines Tages natürlich bekam sie ihr Kind. Das war ein Mädchen und die war sowas von schön. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ganz, ganz, ganz lieblich. Ein niedliches Kind. Oh, toll. Ja, aber am Tag nach der Geburt klopfte es an der Tür. Die Alte erschien. So, ihr habt die ganze Zeit Rapunzeln bekommen und jetzt bekomme ich das Kind. Nein, bitte nicht, bitte, 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 bitte nicht. Ich bekomme jetzt das Kind. So ist es abgemacht und so wird es gemacht. Und sie nahm das Kind und verschwand. Ja, was soll man dazu sagen? Naja, die Alte nahm das Kind mit sich und trug es vor die Stadt in einen Wald und in dem Wald stand ein hoher, hoher Turm, ganz großer Turm. Der war so, die einen sagen 10 Meter, die anderen sagen 20 Meter hoch, genau weiß ich es nicht mehr, ich konnte es nicht nachmessen. Aber jedenfalls, er war sehr hoch und vor allen Dingen, da war keine Tür und eine Treppe gab es in dem Turm auch nicht. Merkwürdig. Na jedenfalls, irgendwie zauberte die Alte, denn es war eine Zauberin natürlich, das Mädchen in den Turm hinein. Und da oben war ein ganz behagliches Stüblein drin und so weiter, da konnte sie sich schön gemütlich machen. Und die Alte sagte, du heißt ab jetzt Rapunzel. Sie nannte das Kind Rapunzel. Die Alte ließ sich Frau Gothe nennen. Gothe, das ist aus dem alten deutschen Sprachgebrauch, heißt so viel wie die Patin. Heute sagt man auch im Hessischen die Goth, die Patin. Na egal. Jedenfalls, sie wuchs da auf und die Alte war immer tagsüber unterwegs, hatte zu tun, Geschäfte zu machen, wer weiß was, oder Zaubereien, ich weiß es nicht. Jedenfalls, abends kam sie immer und ich habe ganz vergessen zu sagen, dass dem Mädchen die Haare nie geschnitten wurden. Die waren tierisch lang. Die wurden immer länger, immer, immer länger. Naja, und wie gesagt, wenn die Alte, Frau Gothe, abends nach Hause kam, dann stellte sie sich vor den Turm und rief, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ja, die Haare von der Rapunzel waren mittlerweile so lang, dass sie sie runterlassen konnte, bis zum Fuß des Turms. Und da hielt die Frau Gothe, die Alte, sich fest und wurde hochgezogen von Rapunzel. Und morgens das Gleiche wieder umgekehrt. Naja, schon merkwürdig, aber das kommt noch merkwürdiger, ich sag's dir. Sei gespannt, da passiert noch was. Denn eines Tages war ein Königssohn, in Märchen sind das immer Königssöhne, nicht irgendwie Söhne von, was weiß ich, Metzgern oder VW-Arbeitern oder sowas. Es muss schon ein Königssohn sein. Also ein Königssohn, natürlich gut aussehend, vermögend und liebenswürdig, war unterwegs im Wald und hat plötzlich den Turm gesehen
Und er sah, wie die alte Frau Gothe sich dem Turm näherte, sich unten hinstellte und wieder rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Er versteckte sich hinter einen Baum und schaute genauer hin. Tatsächlich, da erschien am Fenster ein wunderschönes Mädchen und warf ihr langes Haar aus dem Stübchenfenster. Und die Frau Gothe ließ sich von ihr hochziehen. Er fand das Mädchen sowas von liebreizend, er hat sich auf den ersten Blick in sie verliebt, sowas kommt vor. Also, er wartete, bis die Alte weg war wieder. Dann dachte er sich, was die kann, kann ich auch. Auch er ging zu dem Turm hin, stellte sich unten hin und rief hoch: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Naja, Rapunzel hatte irgendwie den Unterschied in den Stimmen nicht richtig gemerkt. Sie warf ihr Haar jedenfalls runter und er kletterte hoch. Na oben, da staunte sie nicht schlecht, dass nicht die alte, verrunzelte Frau Gothe irgendwo da stand in ihrem Stüblein, sondern ein fescher junger Mann, ein schmucker junger Mann, ein Mann zum Verlieben geradezu. Und genau das passierte dann. Sie verliebte sich ihn auf den ersten Blick und er sich in sie ja sowieso. Und sie fanden das toll. Dann konnten sie sich mehr oder weniger jeden Tag, wenn die Alte weg war, treffen und sich lieb haben. Das war schön. Das war wunderschön. Aber eines Tages, da rief er wieder: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Ja, da kam das Haar herunter, aber Rapunzel war nicht da, denn die alte Zauberin hatte das Spiel durchschaut und sagte so nicht mit mir. Sie nahm die Haare von dem Mädchen und schnitt sie ihr direkt am Kopf ab. Und das Mädchen brachte sie in eine Wüste. Ja, das Mädchen war aber übrigens mittlerweile auch schwanger. Aber davon später. Als also der Königssohn wieder da stand und rief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Da wurde das Haar heruntergeworfen. Aber Rapunzel war, wie gesagt, nicht da, sondern es war die Alte, die einfach die abgeschnittenen Haare gepackt hatte und runtergelassen hatte. Sie zog den Königssohn hoch und schaute ihn ganz zornig und streng an. So ist das also. Jetzt weiß ich auch, warum Rapunzel schwanger ist und ein Kind bekommt. Ja, wir haben uns verliebt und so. So nicht, mein Freund, so nicht. Und dann sagte sie noch: Deine Rapunzel wirst du nie wiedersehen. Die habe ich weggebracht. Der Königssohn war verzweifelt natürlich. Aus lauter Verzweiflung sprang er aus dem Fenster vom Turm herunter. Aber er hatte Glück. Normalerweise hätte das sein Ende bedeutet. Aus der Höhe runterknallen. Aber es war ein schöner, weicher Waldboden, der ihn auffing. Naja, er hat sich schon ein paar blaue Flecken geholt, aber das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste war, er war in einen Zweig mit Dornen gestürzt. Und diese Dornen hatten ihm beide Augen zerstochen. Er war blind, er konnte nicht mehr sehen. Ja, traurig. Gott sei Dank aber nicht das Ende des Märchens. Er wanderte einige Jahre umher, jammerte und weinte, weil er
seiner Rapunzel hinterher trauerte. Und er konnte nichts sehen. Und dann irgendwann durch Zufall oder auch das Schicksal kam er in die Wüste und traf Rapunzel. Rapunzel sah ihn, erkannte ihn sofort. Ach, und dann sah sie, dass er blind war. Da wurde sie natürlich ganz traurig. Sie beugte sich über ihn und schluchzte und weinte und weinte und weinte und weinte, weil sie das so schlimm fand. Und ihre Tränen fielen auf seine Augen und in seine Augen. Und diese Tränen haben seine Augen wieder geheilt. Er konnte wieder sehen. Und das Allerschönste war, Rapunzel hatte mittlerweile ihr Kind bekommen. Nicht ein Kind, nein, zwei Kinder, das waren Zwillinge. Ja, so war das, Zwillinge. Naja, das gab schon mal richtig eine ordentliche Familie. Ne? Rapunzel, Königssohn und zwei Kinder, Zwillinge. Die drei gingen zurück in sein Reich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sind sie heute noch glücklich. Ja, das war die Geschichte von Rapunzel. Ich freue mich immer, wenn so Märchen so gut ausgehen. Happy End nennt man das heute. Ja, Rapunzel hatte Glück. Was aus der alten Frau Grote geworden ist, weiß ich nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal. Wenn ich es erfahre, werde ich es auch erzählen, aber für heute ist Schluss. Das war's. Bis zum nächsten Märchen. Der Opa grüßt. Tschüss.